Moinsen! Durch das kleine Lichtschalter-Tutorial von mir habe ich jetzt vermehrt Anfragen bekommen, ob ich nicht auch ein Deckenlicht machen könnte, ein größeres. Und das werden wir dann hier auch machen, da ich selber auch daran schon ein bisschen gearbeitet habe. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Und man muss jetzt nicht hier komplett durchgehende Glowstone rein haben, also man kann das auch unterbrechen, also nur immer zwei Lichter, dann eine Lücke, zwei Lichter, eine Lücke oder ein komplett anderes Muster benutzen, wie man will. Das Einzige, was hier zu sagen sein sollte noch zusätzlich, ist, dass es nicht dafür geeignet, einen einzelnen Glowstone-Block rauszudrücken, also wenn man nur ein Licht haben möchte. Also es geht zwar damit, aber ich würde das dann eher als Redstone Overkill bezeichnen, wenn man das mit dieser Schaltung machen würde. Da würde ich dann eher andere Schaltungen benutzen. Was hier auch der Fall ist, ist, dass hier ist ein recht spezieller Aufbau für diese drei Reihen. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir jetzt erstmal den Mechanismus, wie er funktioniert und warum er funktioniert. Und dann könnt ihr vielleicht mit diesen Informationen dann eure eigenen Aufbauten machen. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht drei Reihen haben wollt, sondern nur eine Reihe oder komplett irgendwas anderes, aber diesen Mechanismus benutzen wollt. Und zwar das, was dahinter passiert, also was oben drüber jetzt ist, ist ungefähr das hier. Und zwar ein Sticky Piston, der ausgefahren ist standardmäßig, also immer ein Signal kriegt, und links und rechts zwei normale Pisten. Und der Sinn dahinter ist jetzt folgender, dass dieser Sticky Piston sich einfährt, dann dieser normale Piston die gesamte Blockreihe hier rüber schiebt, der sich dann wieder ausfährt und sozusagen diesen Block, der dann da hingeschoben wurde, runterfährt. Das heißt, wir haben so einen Blockaustausch. Das können wir mal gucken, wie das aussieht. Einmal hochfahren, einmal rüberfahren, fertig. Genau dasselbe hier drüben können wir es auch machen. Wenn wir jetzt das Licht anmachen wollen, würden wir hier drauf drücken. Der zieht hoch. Dann schiebt der hier den Glowstone unter den Sticky Piston und dann geht das Licht an. Wie wir jetzt hier gesehen haben, brauchen wir dafür Impulse, also Monostable Circuits. Und wie und warum wir das machen, gehen wir jetzt mal an. Ich baue das hier mal ab kurz, weil das waren ja nur die Knöpfe, die ich zum Zeigen hier mal rangemacht hatte. Und zwar brauchen wir jetzt, wie gesagt, Monostable Circuits, und zwar zwei Stück. Weil was wir haben wollen, ist, dass dieser oder dieser Piston sich ausfährt, also nicht beide. Der hier soll sich aber immer ausfahren. Und das werden wir uns mal kurz angucken. Diese Monostable Circuits haben jetzt auch, sind nicht zwei gleiche, sondern die haben einen großen Unterschied deswegen, weil wir das so brauchen. Wir bauen die erstmal jetzt hin. Ich habe auch in der Videobeschreibung ein anderes kleines Video verlinkt zu eigentlich einem anderen Tutorial von mir, aber da werden ein paar Bugs von Monostable Circuits erklärt und auch wie der überhaupt funktioniert, falls euch das interessiert. So, wie ihr seht, die sehen nicht komplett gleich aus, sondern recht unterschiedlich. Und wir werden auch gleich den Sinn dann uns mal näher betrachten. Hier werden beide Repeater, die an der Fackel anliegen, auf 4 gestellt. Und hier drüben die, die nicht an der Fackel liegen. Andere haben wir ja auch gar nicht. Wäre auch ein bisschen Blödsinn. So, der Unterschied jetzt daran ist, zwischen diesen beiden Monostable Circuits, der hier gibt einen Impuls aus, wenn wir Strom anlegen. Also im Moment liegt da kein Strom an, weil wir den Schalter nicht umgelegt haben. Ich gucke mal, ob ich mich so hinstellen kann, dass man sieht. Da hinten ist der Ausgang. Wenn wir jetzt hier Strom anlegen, kommt da ein Signal raus. Ein kurzer Impuls. Wenn wir es ausschalten, passiert nichts. Bei dem hier ist es genau andersrum. Das hier ist wieder der Ausgang. Wenn wir ihn einschalten, passiert nichts. Wenn wir ihn ausschalten, kommt ein kurzes Signal. Ich habe die jetzt hier auch etwas größer gemacht. Also normalerweise kann man die kleiner bauen.
Aber dadurch, dass Monostable Circuits, also kurze Impulse von Minecraft, nicht so ganz gut verarbeitet werden können, da kann es dann eher zu Bugs und Verkürzung der Signale unbeabsichtigt kommen und so ein Blödsinn, habe ich die jetzt ein bisschen größer gemacht. Das heißt, das Signal hier hinten, was beim Ausgang rauskommt, ist länger. Und dadurch kann man ein paar Bugs ein bisschen ausgleichen. Bei dem Aufbau da drüben werden wir dann so kurz machen, die Impulse wie möglich. Deswegen werden wir dann die hier verkleinern, aber jetzt hier zum Zeigen, wie das funktioniert, dachte ich mal, nehmen wir lieber das Stabile. So, was wir jetzt brauchen, ist erstmal hier bei dem hier ein Dauersignal. Also machen wir da einen Inverter hin. Noch eine Treppe da hoch. Da können wir schon mal ein Signal hochführen, also ein Kabel. Und hier machen wir dann auch jeweils Blöcke drunter, damit wir die ansteuern können. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist folgendes. Wir nehmen hier erstmal die beiden weg, machen daraus ein Signal. So, was jetzt passiert ist, wenn wir jetzt den Schalter anmachen, würde der hintere Monostable Circuit angehen. Das heißt, der Piston würde ausgefahren werden und das Ganze rüberdrücken. Wenn wir ihn ausmachen, würde bei dem da drüben gar nichts mehr passieren, sondern der Monostable Circuit würde angehen und dieser Piston würde das Ganze rüberschieben. Und gleichzeitig wollen wir auch, dass egal ob der oder der ausgefahren wird, dieser Piston den Block hochzieht, damit er in dieser Reihe ist und gleich wieder runter geht. Das heißt, wir verbinden diesen Monostable Circuit einmal, so geht das nicht, mit dem und einmal mit dem. Und gleichzeitig beide Monostable Circuits mit dem Sticky Piston. So. Was wir jetzt aber noch brauchen, weil so würde es noch nicht funktionieren, wie ich schon mal in anderen Videos erwähnt habe, ein Sticky Piston oder ein Piston generell braucht 2 Ticks, um als eingefahren zu gelten. Und der hier hat jetzt das Signal von den Monostable Circuits, braucht 2 Ticks, bis es bei dem angekommen ist. Dann bräuchte er nochmal 2 Ticks, um überhaupt eingefahren zu werden. Und dann erst können wir links oder rechts die Pisten ausfahren, damit alles rübergeschoben wird. Deswegen müssen die hier auf 4 eingestellt werden, jeweils auf den Seiten. So. Und jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Da wird noch nichts passiert sein, weil im Moment wurde jetzt diese Seite ausgefahren, aber die war ja schon rüber gedrückt. Aber beim nächsten Schaltvorgang sollte jetzt eigentlich der Block ausgetauscht werden. Genau. Und auch andersrum natürlich genauso. Ich fliege hier nochmal drüber, damit ihr die Schaltung seht. Wir haben hier die beiden Monostable Circuits. Beide gehen in den mittleren Piston rein, der egal ob es an oder ausgeschaltet wird, also hoch und runter geht. Und jeweils ein Monostable Circuit geht in die Seitenpisten. Das ist also dieses Grundkonzept, womit so ein Schaltkreis jetzt gemacht wird. Ihr könntet jetzt also das hier jetzt verlängern, dieses Gebilde, diesen Schnitt sozusagen, und dann längere Reihen dadurch bilden. Oder auch verbreitern. Und was wir jetzt machen halt, ist, wir machen jetzt genau diesen Aufbau, den ich da drin habe. Ich würde sagen, da ich dazu eine kleine Fläche erstmal aufbauen möchte, halt, damit das so ein bisschen, damit ich mir schon mal ein bisschen was erspare, werde ich mal kurz das für mich selber hier hinklatschen, so die Grundfläche, also eine Grundkonstruktion. Und dann bin ich, weil es ein Video ist, in einer Sekunde wieder da. Bis gleich! Sodele! Ich habe hier jetzt meine Plattform mal hingeknallt. Da hinten habe ich schon meinen Schalter hingemacht, den wir nachher dann benutzen wollen. Und das ist so die Grundfläche, die wir haben. Das hier vorne werden wir für den Aufbau benutzen und das hier werden dann die Lichtreihen. Man kann die nachher 15 Blöcke lang machen. Also die hier sind jetzt nur 5 lang. Das reicht ja jetzt fürs Tutorial, denke ich mal, auf alle Fälle. Und damit werden wir auch anfangen. Ich hole mir jetzt mal hier die beiden Pistenarten, die wir brauchen. Wir brauchen jetzt erstmal am Rand jeweils unsere 5 Stück.
die sozusagen den Teppich sozusagen dann oder diese Pistenfläche, diese Blockfläche dann nach links und dann nach rechts verschieben. Und das hier sind dann die drei Lichtreihen. Das heißt, da brauchen wir dann unsere Sticky Pistons. Dazu mache ich mir hier mal so zwei Reihen hin, an die ich dann von unten die Sticky Pistons dran machen kann. Ups. Nummer 1. Na, ups, viel zu hoch. Ding, 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 ding. Tack, 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 tack. Und zack. Wie eine Schreibmaschine. Das hier kann dann erstmal wieder weg. Also wir werden das eh gleich wieder hin tun, aber fürs Erste machen wir es erstmal weg, damit wir es nochmal machen können. Jetzt brauchen wir Glowstone. Und ja, den Glowstone klatschen wir dann erstmal hier rein. Auch da. Ups. Supp. Und damit wir hier eine verschiebbare Fläche bekommen, machen wir jetzt entweder auf der Seite oder auf der Seite nichts rein und alle anderen Zwischenräume füllen wir. Damit haben wir das schon mal. Und jetzt gehen wir an den Schaltkreis. Da brauchen wir mal wieder eine andere Farbe, damit man das auch erkennt. So, das hier wird jetzt auch ein doppelter Monostable Circuit, aber sehr klein gemacht und eigentlich ist es ein einziger Schaltkreislauf. Wir werden das auch gleich mal sehen, warum. Einmal auf der Seite das, auf der Seite das. Das kommt dahin, das kommt dahin. So, was wir jetzt hier nämlich haben, wir schalten den mir auf 4 und den hier auch, ist das hier ist ein Monostable Circuit und das hier ist der andere. Also wir benutzen das Ende von dem Monostable Circuit, wie hier drüben auch. Dieses Ende hier benutzen wir sozusagen, um daraus beide zu bilden. Und jetzt müssen wir es eigentlich nur noch wieder verkabeln, weil wir jetzt hier, wenn ihr so einen Aufbau nehmen wollt, müsst ihr sehr genau darauf achten, wie die Verkabelungen sind, weil hier kann es jetzt zu Bugs kommen, weil es ein sehr kurzer Impuls nur ist. Also bei dem Aufbau, den ich jetzt hier aufbaue, der sollte eigentlich in alle Himmelsrichtungen funktionieren, hoffe ich. Und wenn ihr da aber jetzt ein bisschen rumspielt mit, kann es sein, dass dann halt die Impulse nicht ankommen. Was wir jetzt machen, ist einfach nur von links und rechts, wie da drüben auch, den Impuls rüberbringen zum mittleren, zu den mittleren Pistons. Dazu geben wir einfach das Signal hoch. Das hier ist der Inverter, damit die ausgefahren sind. Jetzt legen wir da eine Reihe drauf. Jeweils auf die. Nee. Das ist ja Schwachsinn, weil das ist viel zu hoch. So hoch wollen wir das gar nicht. Wir werden das so machen, dass wir die Verbindung in der Mitte reinmachen. So. Hier noch ein Block drauf. Dieser Block wird jetzt gepowert durch den Inverter darunter. Es wird hier einfach nur ein Kabel raufgelegt und dadurch fahren sich alle Pistons aus. So. Das ist erstmal das. Jetzt leckt sie gerade. Nice. Und bei denen hier drüben machen wir das auch. Wir ziehen da auch eine Reihe drauf, durch die sie ausgelöst werden. Da kommt dann gleich auch ein Kabel drauf. Und nehmen dann hier von der Seite, machen wir dann noch eine Fackel ran.
und bringen das Signal dann dadurch einfach nach oben auf die Piste drauf. Wie wir vorhin aber gesehen haben, brauchen wir hier eine Verkürzung, also eine, nicht Verkürzung, wir brauchen einen Tickunterschied, damit das funktioniert. Und zwar ist der Tick, bei denen die Glowstones ausfahren, also die Sticky Pistons, die haben zwei Ticks Verzögerung, nachdem das Signal reingeht. Das heißt, die hier drüben müssen wieder vier Ticks haben. Also zwei Ticks mehr. Stellen wir mal kurz ein. Den hier auf 3, den hier auch auf 3. 1, 2 und hier drüben jeweils 4. Machen wir da eine Verkabelung drauf. Und was wir jetzt hier machen an der unteren Seite, hier habe ich schon mal diesen Schalter angebracht. Das hier ist ja unser Eingangsblock von den beiden Monostable Circuits. Das heißt, wir können hier einfach den Block wegnehmen. Da der Schalter hier unten ja diese Fackel anspricht, können wir das Signal dadurch hochbringen. Und wenn wir jetzt hier den Schalter umlegen, sollte es eigentlich dann genauso sein wie bei mir. Und damit sind wir hier auch schon fertig. Was noch gesagt werden sollte, ist, dieser Monostable Circuit auf dieser Seite, dass der Impuls, der hier rauskommt, dauert einen Tick länger. Also man könnte den hier eigentlich auch auf 3 benutzen. Und dann würde es auch noch funktionieren. Dann wären sie gleich schnell. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gehört habt, aber das ist so ein Krrrr gewesen bei den Einfahren der Pisten. Und das hat mich tierisch genervt. Und deswegen habe ich den einen weiter eingestellt. Also der dauert jetzt ein bisschen länger, dieser Impuls. Und dadurch hört sich nicht so, ja, verbuggt oder kaputt an, keine Ahnung. Was ihr hier noch machen könnt, ist aber, das habe ich ganz vergessen, wir können hier bei diesem natürlich auch noch einen Repeater an den Anfang setzen. Dadurch haben wir hier diese Möglichkeit, 15 Blöcke weit zu gehen. Nun müsst ihr dann denken, dass ihr hier diesen hier links und rechts auf 5 einstellt, damit wieder die zwei Ticks Differenz dazwischen sind. Und das war's dann auch. Ich hoffe, das hat euch irgendwie wieder geholfen und sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne!